Der MyBet 11 Jackpot ist geknackt. Herzlichen Glückwunsch an Eddie K. Zusätzlich zu seinem Gewinn von 2.953 Euro kann er sich über 2.500 extra aus dem Jackpot freuen. Damit herzlich willkommen beim MyBet Wettstudio. 2.500 Euro extra für unseren User Eddie K. Fragen Sie sich sicher, wie hat er das gemacht? Generell, um die Chance auf den MyBet 11 Jackpot zu haben, muss man zunächst eine 11er-Kombi mit 1x2 Wetten auf Premier League, La Liga oder Bundesliga-Spiele abgeben. Dabei liegt der Mindesteinsatz pro Wette bei 1 Euro. Eddie K. tippte in der Bundesliga unter anderem auf einen Sieg des deutschen Meisters Borussia Dortmund gegen Leverkusen, Quote 1,50. Am meisten Risiko ging er in der Premier League ein. Bei der Begegnung FC Reading gegen die Tottenham Hotspurs auf einen Sieg der Auswärtsmannschaft mit einer Quote von gerade mal 2,05. Wie wir sehen, müssen es nicht immer die Außenseiter-Tipps sein, um ans große Geld zu kommen. Denn mit einem Einsatz von 19,06 Euro erzielte Eddie K. mit Favoritensiegen einen Gewinn von 2.953,54. Und da alle 11 Spiele richtig getippt wurden, kann er sich über den MyBet 11 Jackpot freuen. Kommen wir nun zu den Top-Matches der Fußball-Bundesliga. Am Wochenende kommt es in der Veltins-Arena zum absoluten Spitzenspiel zwischen Schalke und Bayern. In der Champions League konnten die Königsblauen gegen Olympiakos Piräus einen wichtigen Auswärtssieg feiern. Hat das Auswirkungen auf die Quote? Schalke im heimischen Stadion, der klare Außenseiter. Bei einem Einsatz von 10 Euro bekommen Sie bei einem richtig getippten Sieg der Schalker 41,50 ausbezahlt. Ein Sieg der Bayern zahlt bei gleichem Einsatz 19 Euro. In Hamburg sind die Rollen noch deutlicher verteilt. Zu Gast beim HSV ist der deutsche Meister, Borussia Dortmund. Hamburg ist nach 3 Bundesliga-Pleiten in der Krise. Der BVB hingegen geht nach dem Sieg gegen Ajax mit breiter Brust in die Partie. Was sagen hier unsere Quoten? Dortmund ist also auch bei den Buchmachern natürlich der klare Favorit. Ein richtig getippter Sieg der Hanseaten und aus 10 Euro Einsatz werden mal eben 55. Ein Unentschieden zahlt noch 37,50 und natürlich ein Sieg der Borussia 16,50 für 10. Eine klare Kiste, könnte man meinen. Nicht ganz so klar ist der Ausgang der Partie Werder Bremen gegen die VfB Stuttgart. Bei beiden Teams ist der Motor noch nicht zu laufen gekommen. Bremen konnte in den ersten 3 Matches nur einen Sieg einfahren, während Stuttgart sich sogar mit nur einem Unentschieden begnügen musste. Sind die Bremer deshalb auch Favorit? Wir schauen auf die Quoten. Unsere Buchmacher sagen ja. Bremen ist mit 1,95 der klare Favorit. Bei einem Einsatz von 10 Euro macht das also bei richtigem Tipp 19,50. Ein Sieg der Stuttgarter zahlt bei gleichem Einsatz 39 Euro. Wir wünschen wie immer den richtigen Tipp.